Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Forex-Sektion der Formationstrader in den frühen Morgenstunden, Freitag des 25. Januar 2013. Ein Blick auf Euro, britischer Pfund und da muss man doch sagen, Zakatum! 140 Pips mittlerweile, High Base, haben wir miteinander gesprochen, Ausbruch, Negeo hat sie die letzten Tage wirklich wunderbar durch diese High Base geleitet, gesagt, entspannt bleiben, sieht aus wie eine High Base, mit dieser K&D-Linie umeinander geschlungen, oberhalb der 80er Marke, mit Potenzial diese Bewegung weiter fortzusetzen an die nächste horizontale Widerstandsmarke, an die 85er Zone. Hier kann man Teilgewinne realisieren, auf alle Fälle, wenn man sich nämlich einmal, wir kommen sofort zu Euro-Dollar, wenn man sich das auch noch über den Wochenchart anschaut, Sie sehen, wir haben hier eine doppelte Widerstandszone, bullish aufgelöst, die Bewegung wird fortgesetzt. Nächste größere Widerstandszone über den Wochenchart im Bereich der 85,35, zweifelsohne, wir haben hier Widerstand, aber dieses Pärchen ist so bullish, da kriegt sogar Chuck Norris Angst. Deswegen werfen Sie nicht Ihre Position weg, sondern nehmen Sie Teilgewinne mit, passen Sie Ihr Stop-Loss an und schauen Sie, was dieser Markt noch so drin hat. Was mir ganz wichtig ist, zu Ihrer Unterhaltung und weil es auch Spaß macht, kommt mal so ein Spruch, das Ding ist so stark wie Chuck Norris. Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt bitte versuchen sollen, an die 09er oder an die Pari-Nummer bei 1,1 das Ding zu ertraden, sondern wirklich konsequent dann Ihr Positionsmanagement immer weiter zu betreiben. Wenn man sich Euro-Dollar anschaut, wir kommen erstmal zu UUP, US-Dollar-Index, ETF. Also, Sie erinnern sich vielleicht daran, wir hatten relativ früh gesagt, das sieht aus wie ein Dreieck. Wir bleiben im Dreieck und jetzt kann jeder raten, oben hoch oder unten durch. 50-50, wie es halt zu einem Dreieck gehört. Wir sind gerade unterhalb der Nulllinie im Momentum, hat nichts zu sagen. Denn wir sind mal oberhalb der 20er, mal unterhalb der 20er. Wir sind am Ende eines Dreiecks. Das passt eben auch zur Stochastik. Die ist nämlich so um die 40er umeinander geschlungen, horizontal verlaufend. Das Wichtigste ist, je länger wir hier drin bleiben, desto dynamischer wird die anschließende Bewegung in die eine oder andere Richtung. Und deswegen gilt es auch nicht zu raten, sondern zu warten, bis sich hier eine klare Formation abbildet. Und dann kann man das auf der einen oder anderen Seite traden. Was wichtig ist, dass man sich klar macht, denken Sie nochmal hier an diese Zone 21,40 bis 21,25. Da haben wir ein Gap. Wichtig ist mir, ich hatte Ihnen das vor Weihnachten schon mal gesagt gehabt, es sieht so aus, als würden wir hier eine bullische Keilformation generieren. Das sieht, ja, hat eine bullische Divergenz, aber das sieht hier nicht stark aus, was der US-Dollar macht. Kann trotzdem hier oben durchgehen. Wenn das tatsächlich eine bullische Keilformation ist, die dann auch bullisch aufgelöst wird, dann haben wir Potenzial. Wichtig ist mir nur, wenn der Markt hier bärisch wird und unten durchgeht, dann ist er immer noch in diesem bullischen Kalt. Machen Sie sich das klar. Heißt nicht, dass der bullische Kalt bullisch aufgelöst werden muss. Man muss bei den Forexes sich immer wieder klar machen, was versucht denn gerade die jeweilige Regierung. Und die US-Amerikaner sind gerade im großen Stil dabei, alles zu machen, um den US-Dollar weiter abzuwerten. Insofern schauen wir uns das auf jeden Fall an und gucken, was der Markt noch so für uns bietet. Wenn man sich Euro-Dollar anschaut, also dieser Stundenchart, das ist ja eine stabile Trading-Range. Da geht jedem Range-Trader das Herz nur so auf zwischen der horizontalen 1,3250 bzw. 1,3270 und obere Begrenzung im Bereich der 1,34. Oben raus oder unten durch. Je nachdem, wenn wir unten durchgehen, haben wir Potenzial, diese Bewegung also nach unten durchzumachen, also in etwa 120 Pips nach unten zu laufen an die aufsteigende Trendlinie. Dazwischen befindet sich, wie gesagt, die horizontale Unterstützung 32,50 und mittlerweile auch die aufsteigende 20-Tage-Linie. Wenn wir oben durchgehen wollen, dann obere Begrenzung dieser Trendlinie im Bereich der 1,3450. 1,3450 ist auch über den Wochenchart. Horizontale Widerstandsmarke, sehen Sie es mir nach, wenn ich es Ihnen nicht zeige. Und wir haben da auch in dem Bereich etwas weiter höher, bei 1,3530 haben wir die 200-Wochen-Linie. Also jetzt in dieser Bewegung, wenn sie bullisch werden sollte, 50 Pips. Platz an die trendbegrenzende Linie über den Tag, an die horizontale, über die Woche. Wenn es hier drüber geht, über die 50 Pips, dann geht es an die 200-Wochen-Linie, dann an die 35,20. Erstwiderstand, darüber also Potenzial. Opfer des Tages bei den Forexes, australischer Dollar, unter anderem natürlich auch gegenüber dem kanadischen Dollar. Also, sehr großes Dreieck, sehr spät bullisch aufgelöst worden. Sah aus, als hätten wir Potenzial. Wir haben gesagt, konservativ noch die Horizontale abwarten. Und der Markt geht auch hier drüber, macht eine sehr starke, sehr schöne bullische Bewegung. Und heute
eine extrem starke bärische Bewegung. Wir schließen den Bereich des Tages tief. Wir haben eine Verkaufsformation der Stochastik. Wir haben ein fallendes Momentum, auch wenn wir im Bereich einer Unterstützungszone sind. In meinem Dafürhalten ist das nichts, was man über einen Swing traden kann, diese Horizontale. Da muss man abwarten, ob die Bullen nachhaltig an dieser Marke Unterstützung finden. Möglicherweise über die kleinere Zeit. Dann machen wir nochmal einen Bounce. Da muss man gucken, ob dieser Bounce dann die Kraft hat, dass es noch einen Bounce gibt und dann wir nach oben laufen oder ob die Bären sogar Kraft haben, hier diese Bewegung nach unten fortzusetzen. Ich bin gerade dabei, kann ich Ihnen sagen, auf Break-Even ausgestoppt zu werden. Abwarten. Der australische Dollar zeigt sich gerade schwach. Auch wenn man sich das zum Beispiel gegenüber dem US-Dollar anschaut. Wir hatten gesagt, wir wollen oberhalb dieser horizontalen 0620, 0633 bullisch werden. Zwar per Tagesschlusskurs die Horizontale im Bereich der 1,0580, aber hier dieser Schatten, den galt zu traden, da auch nämlich hier Widerstand war und hier Unterstützung gewesen ist und darüber, da hat man Potenzial gehabt, aber der Markt geht da nicht drüber. Und das zeigt auch mal wieder, wie wichtig es ist, dass man nicht schneller ist als der Chart, denn wir machen eine extrem hässliche bärische Bewegung. Wir waren oberhalb von allen gleitenden Durchschnitten und jetzt auf einmal unterhalb der 20er, unterhalb der 50er, im Bereich einer trendunterstützenden Linie mit einer klaren Verkaufsformation in der Stochastik und auch im Momentum sind wir unterhalb der Nulllinie. Das hier, wenn man das so zeichnet, sieht aus wie eine bärische Keilformation. Wenn man sich das so über den 4-Stunden-Chart anschaut, wirklich mit dieser horizontalen Marke, sieht das immer noch aus wie, ein aufsteigendes Dreieck. Wenn das aufsteigende Dreieck aber bärisch aufgelöst werden sollte, aktuell im Bereich der 1,0420, dann hat der Markt Potenzial, diese Bewegung nach unten fortzusetzen, weil hier eine wichtige Trendlinie, Unterstützung, 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 dann gebrochen ist. Und wissen Sie was? Ich mache Ihnen den Spielverderber. Ich würde es nicht spielen. Ich sage Ihnen auch warum. Denn Sie würden hier in den Widerstand hineintraden. Diese Körperkantenlinie, die können Sie vergessen. Warten Sie. Die löschen wir. Weil da sind wir nämlich oben drüber und drunter und so weiter und so fort. Aber Sie traden hier in drei gleitende Durchschnitte rein. 20er, 50er, 100er. Bitte, wohlbekommst. Zwar Verkaufsformation, fallendes Momentum in meinem Dafürhalten nicht angebracht, hier in diese Unterstützung reinzutraden. Wenn Sie den Bruch dieser Trendlinie über den 4-Stunden-Chart traden wollen, dann müssen Sie das noch über die kleinere Zeiteinheit traden, damit Sie dann etwas mitnehmen können. Wenn, dann gilt es den Ausbruch taufrisch, gerade ofenfrisch muss man sagen. Euro, australische Dollar, schauen sich das an. Gleichschenkliges Dreieck ist schon durchgegangen. Wenn wir es schaffen, über die 1,2824 nachhaltig drüber zu gehen, dann haben wir weiteres Potenzial. Man muss sich klar machen, Sie würden einen überkauften Markt kaufen. Das müssen Sie sich auf jeden Fall klar machen, aber wir haben ein steigendes Momentum und wichtig ist, Sie haben hier über den Wochenchart die Horizontale 1,2825 und wenn das durch ist, dann haben Sie Potenzial an die 100er, 2890 und übergeordnet an die 1,30. Das ist dann eher aktiviert worden, hier nämlich Unterstützung, 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 gebrochen, Widerstand, also das ist dann die nächste Widerstandszone. Euro, australischer Dollar sieht aktuell interessant aus, wenn der Markt ein Potenzial hat, wie gesagt, über die 2825 drüber zu gehen. Euro, japanische Yen, da hat mich ein Kollege, hier waren wir, glaube ich, angerufen und gesagt, ja, also 112 sieht nicht gut aus, würde er shorten. Ich dachte, ich weiß nicht, also shorten. Also man muss nicht, muss ehrlicherweise sagen, er ist kein professioneller Trader, er versucht gerade das Traden zu erlernen. Gut, dann lief der Markt weiter, also 120, also 120 würde er aber wirklich verkaufen. Ich sagte, du, das Ding ist aber bullish, würde ich nicht machen. Dann hat er hier mich angerufen und gesagt, na, ach nee, hier hat er mich angerufen und gesagt, ja, hier der absolute Einbruch und so und das geht sonst wohin. Sie sehen, was passiert. Wenn wir Ihnen sagen, dass der Markt trendstark ist und dass Sie nicht einen trendstarken Markt verkaufen möchten, dann geht es uns wirklich darum, dass Sie Ihr Kapital schützen. Es ist zweifelsohne so, dass diese Bewegung schon sehr, sehr lange gelaufen ist, dass der schon alt ist und dass er sich danach lächzt, ein bisschen Ruhe und Erholung zu kriegen, auch wenn das hier ein Tickchart ist. Wir haben ja hier in dieser bärischen Bewegung mehr Volumen gehabt als zum Beispiel heute in dieser bullischen Bewegung. Aber der Markt ist einfach gerade nach wie vor trendstark. Da gilt es nicht, bärisch zu sein, sondern da gilt es, immer wieder die Stärke zu kaufen. Bull Pullback kaufen, ausgestoppt werden. Völlig in Ordnung. Pips mitgenommen, sogar als Swing. Hier Pullback an die Horizontale, höheres Hoch. Ganz egal, Sie können hier nicht mehr im Minus ausgestoppt werden. Sie sehen, in trendstarken Märkten gilt es nach wie vor auch mit dem Markt mitzugehen. Auch wenn ich Ihnen sage, zweifelsohne ist dieser Markt gerade schon sehr lange. Dieser Trend ist sehr alt. Es kann sein, dass der Markt nochmal einen größeren Pullback machen möchte. Heißt aber nicht, dass er bärisch wird. Wenn man jetzt noch zusätzlich bullisch in den Markt reingehen will, muss man sich klar machen, dass man an so eine trendbegrenzende Linie versucht,
nochmal etwas Bullisches reinzutraden. Oberhalb dieser Trendlinie, also im Bereich der 1,2150, hat man weiteres Potenzial, eine bullische Bewegung mitzutraden. Man muss sich, wie gesagt, klar machen, ey, der Opa ist schon lange gelaufen. Es kann sein, dass er jeden Augenblick dann sagt, okay, erstmal Versuch mit dem Swing ist abgebrochen und dass sie ausgestoppt werden. Wenn sie traden, was sie sehen und wenn sie bereit sind, dass ihr Risiko dann in Kauf zu nehmen, können sie es gerne machen. Weil Euro und US-Dollar momentan wirklich 1:1 laufen, sieht der Chart auch hier ähnlich aus. Wir haben nur andere Zahlen. Also, Sie sehen hier ähnlich Pullback an die Horizontale, an die 20er und dann eine sehr starke bullische Bewegung. Das Schöne ist, gestern hat mich der gleiche Kollege angerufen und gesagt, ich glaube ja, wir gehen durch die 20-Tage-Linie durch und gehen jetzt an die 85 ran. Ich habe leider nicht gesagt, ich glaube, dass Hannover 96 deutscher Meister wird. Hätte ich aber machen sollen. Wird es aber leider nicht. Also, bullische Bewegung, wir haben wieder eine Kaufformation. Wir haben hier, fangen wir an, so eine bärische Divergenz zu entwickeln. Heißt aber nicht, dass der Markt short ist. Bitte machen sich das klar. Die Leute versuchen dann immer wieder in so eine erste bärische Divergenz sofort short zu gehen. Der Markt hat übergeordnet immer noch bullisches Potenzial, auch wenn ähnlich wie bei Euro gegenüber dem japanischen Yen. Schauen Sie sich das an. Das sieht aus wie so eine Trendverlangsamung. Eine Trendverlangsamung, und wenn wir wirklich hier dran hängen bleiben sollten und nicht mehr die Kraft haben, hier durchzugehen, dann kann es sein, dass wir noch einmal runterkommen wollen. Wenn wir hier durchgehen, dann haben wir Potenzial, an die 91,50, 91,70 diese Bewegung nach oben fortzusetzen. Der Spruch des Tages ist, der Trend ist Ihr Freund. Und wenn der Trend besonders stark ist, dann ist das Ihr besonders guter Freund. Und wenn Sie sich dann gegen ihn stellen, dann tut er Ihnen richtig schön weh. Die Forex-Märkte sind gerade trendstark. Da gilt es, diese Trendstärke mitzunehmen. Und wenn das so kommt, wie beim australischen Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, okay, da wird man vielleicht ausgestoppt, in diesem Falle sogar auf Break-Even. Aber schauen Sie gerne zurück, wie viele trendstarke Ausbrüche wir letzte Woche, aber auch jetzt zu Beginn dieser Woche gesehen haben. Da gilt es, mit dem besten Freund weiter mitzugehen. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Am Wochenende gibt es selbstverständlich wieder eine Forex-Ausgabe. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke Pitt.